Yo, was geht Leute? Herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf Eric Goes Online. Es ist schon wieder ein bisschen her, dass ich mich gemeldet habe, deswegen Hallihallöchen. Ich hoffe, es geht euch gut und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ja Leute, es gibt zwei Sachen, die ich euch erzählen wollte und deswegen mache ich dieses Video, weil ich das einfach gerne mit euch teilen will. Das erste Thema, mit dem ich jetzt anfange, ist das ganze Lehrer-Thema. Für die, die mein letztes Video noch nicht geguckt haben, ihr könnt euch das ja gerne mal angucken. Da habe ich auch schon über dieses Lehrer-Dasein gequatscht und ich kann alles, was ich in dem Video gesagt habe, nach wie vor bestätigen. Man kann mich immer nur wiederholen. Es macht unglaublich viel Spaß. Es gibt mir extrem viel und jetzt müssen wir aber gucken. Das Studium geht jetzt wieder los in der kommenden Woche. Da fängt das Semester wieder an und dadurch kann ich in der Schule nicht mehr zu den gleichen Zeiten sein wie bisher. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch andere Klassen kriegen irgendwie oder also ich hoffe zumindest, dass man das alles so schieben kann, dass ich da trotzdem weiterhin arbeiten kann, sodass ich halt Studium und Lehrer-Dasein, also diese Arbeit, optimal miteinander verbinden kann, sodass ich halt beides irgendwie hinkriege. Nebenbei mache ich dann immer noch hier und da ein bisschen YouTube, bisschen Podcast, bisschen Instagram, bisschen TikTok und so weiter. Und da kommen wir jetzt zu der interessanten Sache, die ich euch erzählen wollte. Und zwar habe ich einen neuen Instagram-Account, Leute. Also erstens, ich weiß gar nicht, kennt ihr überhaupt meinen normalen Instagram-Account? Eric Goes Online heißt er auch. Den könnt ihr gerne auschecken. Aber der neue Instagram-Account, der ist für alle Leute, die Bock auf die englische Sprache haben oder die sich verbessern wollen, die mehr Vokabeln lernen wollen, die besser in der Grammatik werden wollen, die mit mir interagieren wollen, die vielleicht auch Nachhilfe brauchen. Und dieser Account heißt Englisch mit Eric. Eric natürlich mit C geschrieben, ne? Englisch mit Eric habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen gestartet. Ist mein neues Projekt. Ich bin total hyped. Ich habe da richtig Lust drauf. Ich denke mir die ganze Zeit schon Konzepte für Videos aus und so weiter. Und was man da halt hauptsächlich sehen wird, sind kurze Lehr- und Lernvideos zur englischen Sprache. Und das Ganze wird es auch auf TikTok geben. Auch da heiße ich Englisch mit Eric. TikTok ist einfach die beste Plattform, um wirklich Reichweite zu generieren. Deswegen auch da bin ich mit Englisch mit Eric am Start. Das heißt, dort werden die Videos kommen und auf Instagram werden auch die Videos kommen. Da sind Stories, da könnt ihr mit mir schreiben, da könnt ihr Fragen stellen zum Englischen oder zu was auch immer. Deswegen, wie gesagt, folgt mir da gerne. Wenn ihr da Lust drauf habt oder wenn ihr mich einfach supporten wollt in meinem neuen Projekt, würde ich mich natürlich auch sehr über einen Follow freuen. So, genug zu dem Thema. Das andere Thema, was ich noch kurz ansprechen wollte, ist Urlaub. Ich war jetzt zum allerersten Mal mit meiner kleinen Schwester, die ist jetzt gerade erst 18 geworden, war ich zum allerersten Mal mit ihr zusammen alleine im Urlaub, also nur wir beide. Es war ein kurzer Urlaub, also insgesamt 3 Tage, Mittwoch bis Freitag. Wir sind Mittwoch früh losgefahren und Freitagmittag wieder abgefahren und es war an der Ostsee in Heringsdorf. Es war sehr, sehr schön. Die ersten beiden Tage hatten wir richtig Glück mit dem Wetter. Das waren so 10, 11 Grad oder so. Die Sonne hat geschienen, richtig geil. Am dritten Tag, am Freitag, war es sehr, sehr regnerisch und sehr grau, deswegen sind wir da auch schon relativ früh wieder abgefahren. Wir hatten eigentlich überlegt, ja, den Tag könnte man ja noch in Heringsdorf verbringen und so, aber bei so einem Kackwetter war es dann halt so ein bisschen, ja komm, lass einfach nach Hause fahren. Auf jeden Fall war das eine geile Erfahrung. Es war richtig cool, weil wir haben das noch nie zusammen gemacht. Also meine Schwester und ich sind noch nie irgendwie zusammen verreist oder so und es war total die schöne Erfahrung einfach. Es war total cool. Also die Ferienwohnung war top, die Autofahrt dahin war stabil so auf jeden Fall mit guter Musik und alles, schönem Essen und so. Die Rückfahrt war auch stabil, obwohl es so geregnet hat und obwohl wir da in Staus gekommen sind, aber es war einfach, war okay. Und die Zeit dort war einfach auch cool. Also wir haben eigentlich die ganze Zeit die Gegend erkundet. Ich war auch noch nie in Heringsdorf. Souvenirläden ausgecheckt, irgendwelche anderen Läden ausgecheckt, die kleinen Mini-Dörfer da ausgecheckt, die Seebrücken sind wir abgelaufen, Softeis gegönnt, Bratwurst gegönnt und so. Also es war einfach ein schöner kleiner Mini-Urlaub. Die Ferienwohnung hat 280 Euro gekostet für 2 Nächte, Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag auf Freitag, ja. Aber wir haben es auch extrem spontan gebucht. Also ich habe es erst letzte Woche gebucht, so deswegen, das war wirklich eine super spontane Sache. Weil ich mir halt so dachte, ey, Digga, ich habe Osterferien, so, das Semester geht noch nicht wieder los. Warum sollte ich mir nicht auch einfach mal einen kleinen Mini-Urlaub gönnen, ne? Auch wenn es nur kurz ist, Digga. Aber ich dachte mir so, ja komm, ey, sonst hocke ich hier auch nur rum. Also dann kann ich auch ein paar 100 Euro in die Hand nehmen und einen geilen Urlaub machen und eine richtig geile Erfahrung machen, die ich jetzt mein Leben lang mir in Erinnerung, also die mir im Kopf bleiben wird. So, wisst ihr, was ich meine? Gerade so, weil es der erste Urlaub mit der eigenen Schwester war. Und da ist mir nochmal jetzt bewusst geworden, auch jetzt, als ich wieder zu Hause angekommen bin, so, Digga, Reisen ist wirklich mit eins der geilsten Sachen, die man machen kann. Also wirklich egal eigentlich wohin, wie lange oder in welchem Umfang, whatever. Reisen ist einfach heftig. Reisen ist wirklich krass. Deswegen, wenn ihr die Chance habt,
dann nutzt sie und reist so viel ihr könnt. Ich will auch so viel reisen, wie ich kann. Und ja, klar kostet es immer Geld und so, aber wenn man Geld angespart hat, warum denn nicht dieses Geld für die Reisen ausgeben? Weil was sind denn bitte ein paar hundert Euro oder vielleicht sogar ein paar tausend Euro im Vergleich zu Erfahrungen und Erinnerungen, die man ein Leben lang haben wird und einfach eine unglaublich schöne Zeit hatte? Also sorry, aber da gebe ich tausendmal lieber das Geld dafür aus, als es irgendwie unnötig rumliegen zu haben oder für irgendwelche materiellen Sachen auszugeben. So. Es war auf jeden Fall eine unglaublich schöne Erfahrung, das wollte ich mit euch teilen. Ich habe hier, glaube ich, auch nebenbei die ganze Zeit so ein paar Clips und so eingeblendet. Und ja, Mann. Das wollte ich einfach nur mal erzählen. Wie gesagt, folgt mir gerne auf Englisch mit Erik, sowohl auf Instagram als auch auf TikTok. Und ansonsten, Leute, würde ich sagen, man sieht sich im nächsten Video, ne? Haut rein, bis dahin, euer Erik.